Namaste, ihr Lieben. Wir sind hier im schönen Griechenland, in Kassandra, auf der Halbinsel Chalkidiki. Und wir genießen gerade das Tantric Goddess Retreat. Wir haben ein sehr, sehr volles Programm inmitten dieser traumhaften Natur und machen Sachen, die wir eigentlich noch nie gemacht haben. Wir überschreiten Grenzen, wir leben unsere Freude, unsere Lebensfreude, unsere Lust. Wir öffnen uns Unerwartetem und Überirdischem. Wir sind ein paar Teilnehmerinnen des Göttinnen-Retreats. Und neben mir ist die liebe Anastasia, die ich extra für das Göttinnen-Country-Goddess-Retreat eingeladen habe. Denn ich habe gefühlt, dass die exotische Liebeskunst, die sie aus Russland mitgebracht hat, ganz wunderbar passt in die tantrisch-ägyptische Sexualmagie und in den alten, authentischen Tantrismus, den es schon viele tausend Jahre gibt. Damals waren die Völker, auch wir hatten eine ganz besondere Art von, oder haben eine ganz besondere Art von Liebeskunst. Und da ich schon länger mit Anastasia befreundet bin und auch ihre wunderbaren Webinare und so weiter an einigen schon mitgemacht habe und den Wert erkannt habe, die Kostbarkeit, die zu unserer kostbaren Tradition, unserer tantrischen Tradition so herrlich passt, habe ich sie eingeladen, damit sie uns da einige Geheimnisse aus ihrer Welt erzählt. Und wir sind draufgekommen, dass das irrsinnig gut sich ergänzt und gegenseitig bereichert. Mein Erlebtes und mein Wissen und ihre Kenntnisse und Erfahrungen. Und so erleben wir hier Situationen, die für alle von uns ganz, ganz, ganz außergewöhnlich sind. Wir sind inmitten der schönsten Natur im Paradies und widmen uns, ich könnte sagen, der Auferstehung der Göttin in uns. Und dazu gehört natürlich auch die Auferstehung der heiligen Sexualität in uns und die Auferstehung der heiligen weiblichen Mysterien in uns. Und es ist so ganz wunderbar, so geborgen, nur unter Frauen zu sein, und uns auszutauschen, uns unsere Sorgen, Nöte, Freuden und unsere Lust mitzuteilen und gemeinsam zu erleben und, wie gesagt, ganz neue, magische, wunderbare Erfahrungen mitsammeln zu machen. Es ist so, dass wir uns alle, auch ich, auch Anastasia, die wir dieses Retreat leiten, uns in einem Transformationsprozess befinden, wo wir vorher überhaupt nicht geträumt haben, dass wir so in die Tiefe kommen. Wir berühren unsere weiblichen Wurzeln, die Essenz unserer göttlichen Weiblichkeit, die Göttin in uns, ganz, ganz, ganz tief. Und lassen wirklich die Göttin in und um uns wieder auferstehen. Einige Frauen machen zum ersten Mal diese Erfahrung, was es bedeutet, sich seiner weiblichen Lust ganz hinzugeben und dabei in ganz hohe Bewusstseinszustände zu kommen und die Sexualität als Tool zu erfahren,
in eine neue Lebensqualität zu gelangen und in neue Dimensionen des Seins. Und wenn eine Frau ganz fest in ihrer Weiblichkeit und in ihrer weiblichen Kraft verwurzelt ist, dann kann sie auch den Mann, ihren Partner oder Freund mitreißen, dieses ganz neue Lebensgefühl mit ihr auszukosten und mit ihm und auch ohne ihn ein neues Leben zu erschaffen. Meistens nicht in Form eines Kindes, sondern in Form von gelebtem Potenzial, das bis dahin in beiden nur geschlummert hat. Und Anastasia hat ein ganz besonderes Gerät aus Russland mitgebracht. Ich will euch nicht davon zu viel erzählen, das darf sie jetzt selber machen. Das so sehr uns unterstützt, ganz, ganz tief in unsere göttliche, in der Divine Feminine, in unsere göttliche Weiblichkeit einzutauchen und uns so richtig als Frauen neu zu erfahren. Und dazu noch die Spiritualität des Tantrismus, das Ganze vereint. Wir haben quasi etwas ganz Neues erschaffen, etwas noch nie Dagewesenes. Und die Frauen, die sich trauen, vor der Kamera zu sitzen, können dann auch ein bisschen teilen von den Erfahrungen, die sie bei uns gemacht haben. Aber zuerst möchte ich Anastasia das Wort geben, die ich wirklich sehr schätze und mich sehr freue, dass ich diese neue, ich würde sagen, es ist fast wie eine neue Verbindung. Wir haben da zu zweit eine ganz neue Art auf uns Frauen zuzugehen, in uns einzutauchen und eine neue Sinnlichkeit, eine neue Lust zu erfahren. Ja, liebe Anastasia, was ist das für ein Gerät, für ein Zaubergerät, das in Russland eigentlich, ich glaube, erschaffen wurde und so ganz wunderbare, aber wirklich wunderbare Lust und Sinnlichkeit und auch Spiritualität in uns erwecken kann. Erstmal möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, liebe Elisabeth, für diese Einladung, weil ich arbeite mit dem menschlichen Körper schon seit 8 Jahren und es ging mir immer um die Materie, um den Körper, um die Verbindung zwischen dem Körper und die Psyche. Aber ich habe viel gelesen und gehört, dass es mehr gibt, es gibt Energie. Und ich habe einiges gespürt auch. Aber so intensiv wie hier bei dir habe ich es noch nie gespürt. Und die Gerätmethode im Building, die aus Russland stammt, sie hat viel aus Tantra mitgenommen, viel aber aus den afrikanischen Ländern und aus der Liebeskunst von vielen, vielen Ländern, wo irgendwelche Informationen darüber noch zu finden waren, weil viel Wissen verloren gegangen ist. Aber Tantrismus hat auch viel dazu gebracht, dass die Methode entstanden ist. Und das ist eine Abkürzung. Früher angeblich haben die kleinen Mädels schon trainiert, um ihre Mitte zu spüren. Sie haben sich nicht gescheut, sich da anzufassen. Sie haben sich nicht gescheut, sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Je nach der Kultur, manchmal war es die Mutter, manchmal war es die Schule, manchmal waren es sogar Männer, die Mädels aufgeklärt haben, wie sie zu ihrer Kraft kommen. Und die Gerätmethode wurde nur empfunden für die Sowjetunion, wo die Frauen 30, 40 geworden sind und erst dann anfangen. Alles, was verboten wurde, hat verkümmert, ja, use it or lose it, und man musste es wieder aufwecken, auf eine mehr als natürliche Art. Man brauchte einfach diese Gehhilfe ein bisschen oder Sehhilfe, Spürhilfe. Deswegen sind diese Geräte so toll, weil man auch im Erwachsenenalter damit was Neues spüren kann. Und es ist eine große Ehre für mich, die Bestätigung zu bekommen, dass diese Geräte die sexuelle Energie ordentlich aktivieren. Es geht nicht nur um die Gesundheit, es geht bei weitem nicht nur um den Spaß des Partners, wie ich die ersten 4 Jahre meiner Karriere gedacht habe.
Es geht um uns, es geht um andere Bewusstseinszustände, ohne zusätzliche Drogen zu sich zu nehmen, außer denjenigen, die in unserem Körper produziert werden. Also ich erlebe jetzt die Macht von unserem weiblichen Sein in vollen Zügen und ich freue mich drauf, was noch auf mich zukommt und auf uns alle zukommt. Das ist bombastisch. Elisabeth, danke dir. Ich danke dir auch, dass du gekommen bist und möchte auch ein bisschen ein paar unserer Teilnehmerinnen zu Wort kommen lassen, was sie da so erfahren haben bis jetzt und empfinden. Wir sind ja erst mittendrin. Morgen kommt die große Einweihung nach alten Isis-Priesterinnenbrauch im Mittelmeer bei Vollmond. Wir haben ja das Glück, wirklich einen Blue Moon zu haben morgen wieder, einen ganz besonderen Vollmond. Und da möchte ich euch gern auch einladen, ein bisschen zu teilen, was ihr bis jetzt so als besonders erfahren habt. Sanja? Ja, also ich fühle mich erstmal sehr geehrt, dass ich hier in dieser Schwesternschaftrunde dabei sein darf. Ich kann nur sagen, dass die Prozesse, die hier stattfinden, sehr heilsam sind, dass man tief in die Mysterien eintauchen kann, wirklich Rituale miterleben darf, am eigenen Leib erfahren darf, die sehr wirkungsvoll und kraftvoll sind, wo man tief in die Lebenskraft kommt, sich mit dem Herzen verbinden darf und die Weiblichkeit erblühen darf. Ja. Dankeschön. Ja, ich bin schon lang bei der Elisabeth und ich habe mich ja so gefreut, endlich einmal in Griechenland sie zu besuchen und mit ihr dieses Retreat zu machen. Und bei mir erlebe ich selbst an mir selber, was wirklich Weiblichkeit ist. Und durch auch Anastasia und die Elisabeth, die sind so ein gutes Team. Die machen das gemeinsam. Ich habe schon so viel von Elisabeth gelernt. Aber mit der Anastasia noch dazu, dass da habe ich jetzt schon Erlebnisse gehabt, die paar Tage, die sind einfach fantastisch. Und ich bin wirklich froh, dass ich hier bin und das miterleben darf. Danke. Ja, also ich bin sehr glücklich, dass ich hier dabei bin. Ich liebe Elisabeth, weil sie für mich die verkörperte Verbindung zwischen Spiritualität und Sexualität ist. Und sie ist diese göttliche Einheit und eine große Mystikerin. Und was ich hier bis heute erlebt habe, ist tatsächlich, dass es auch in mir sich verwirklicht. Ich erlebe die innere Verbindung zwischen meiner sexuellen Kraft und einer aufsteigenden Spiritualität, die mich in ein anderes Bewusstsein bringt. Und ich bin zutiefst dankbar, dass ich das hier erleben darf. Ja, ich bin sehr berührt von diesem Kraftort, den du hier erschaffen und gefunden hast. Es stimmt einfach alles, dieses Tandavieren, was ich ja auch schon länger erlerne, das hat hier am Meer, im Sand, am Strand nochmal eine wahnsinns andere, tiefere Tiefe. Und wenn du uns was erzählst über die Ursprünge des tantrischen, des kaschmirischen Tantrismus, dann, ja, mein Herz klopft immer ganz aufgeregt. Ich sauge alles wirklich in mich hinein und ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein und mit der Anastasia und diesen humorvollen Anleitung zu diesem wundervollen Gerät. Ich sage einfach, wenn ihr uns heute beim Üben hättet zuschauen dürfen, da hättet ihr alle einen Wahnsinnsspaß dran gehabt. Also ich danke euch beiden von ganzem Herzen. Ich habe noch einen Zusatz. Darf ich den noch machen? Ja, natürlich. Also ich habe die Anastasia völlig ausgelassen eben. Das möchte ich gerne noch nachholen. Denn
hier sitzt die Verbindung, die Schwesternschaft zwischen Sexualität und Spiritualität. Die gibt es im kaschmirischen Tantrismus in der Einheit, die kann in uns entstehen, aber die kann man auch verkörpert hier vor uns sitzen haben. Und ägyptischen Tantrismus, ägyptische Sexualenergie. Ja. Ja. Ja, genau. Also unsere Verbindung, unser Hieros Gamos, unsere heilige Hochzeit, ist wirklich eine heilige Hochzeit zwischen Spiritualität und Sexualität. Und wenn wir wirklich in die Einheit gehen, erkennen wir, dass es dasselbe ist. Ja. Also Sexualität von Spiritualität und umgekehrt zu trennen, bringt eigentlich nur Leiden über die Menschen. Und die Lebensfreude und die Lebenslust und der Genuss, ja, ja, in diesen zwei Traditionen, die ich lebe, in tantrischen Traditionen, kaschmirischer und ägyptischer Tantrismus, so betont wird, führt uns wirklich in den Augenblick der Glückseligkeit. Und es ist ganz egal, wie alt jemand ist. Es sind hier wirklich alle Altersstufen vorhanden, und zwar wirklich stufenweise, ja. Und es ist ganz egal, wie alt oder jung eine Frau ist. Je jünger, umso besser, weil sie sich viel Leid ersparen kann in ihrem Leben und ein glücklicheres Leben führen kann. Und die Älteren werden wieder ganz jung. Ja, weil das, was wir hier machen, das ist die absolute Verjüngungskur, ohne Lifting, ohne alles. Ja. Das ist unglaublich, was wir hier erleben. Wir hätten uns nicht gedacht, ich meine, ich bin ja auch schon über 20 und die Cora auch. Die Silvia auch. Und es ist so unglaublich, was da für eine Hormonausschüttung, ja, noch stattfindet, und ein Jungbrunnen. Ich würde sagen, die Vermählung von Sexualität und Spiritualität, das ist ein absoluter Jungbrunnen, und man braucht dann kein Lifting und keine Operationen und diese ganzen Dinge, die Botox und so weiter. Ja, ich glaube, die Schönheitschirurgen werden uns hassen. Weil das die Energie, ja, was ist Tantra? Tantra ist Spiel mit Energie, und zwar bewusstes Spiel und gekonntes Spiel mit Energie. Hier in ihrer höchsten Form, in einem sehr sicheren Rahmen für jede Frau gelebt wird. Und glücklich ist jeder Mann, der uns nach diesem Retreat begegnet. Ja. Glücklich kann jeder Mann sein, der uns nach diesem Retreat begegnet. Weil wir eigentlich so in unserer Lust und Freude und Lebensfreude sind. Und auch hier so viel Männliches verehren, auf weibliche Art, im weiblichen Rahmen. Und auch Weibliches erleben, dass das, was danach kommt, ich bin schon so gespannt, ja, wie es dann danach weitergehen wird in dem Leben von jeder Einzelnen. Und ich bin so froh, dass wir weiterhin verbunden sind, eng verbunden durch die Gruppen, und uns ja wieder treffen, immer wieder treffen, in unseren Familien treffen und in unseren Seminaren. Und die Verbundenheit überhaupt. Gestern hatten wir ein Yoni-Empowering-Ritual, das wirklich ein uraltes, authentisches, nordafrikanisches Sufi- und ägyptisches Ritual ist. Wir haben so eine tiefe Verbundenheit zwischen uns gefühlt. Und auch heute bei der Juni-Belebungs, unter der so feinfühligen Anleitung von Anastasia, ja, wo wir uns so sicher und so wohl und geborgen fühlen, und gekonnten Anleitung. Das Wissen quillt nur so aus ihr heraus, das vielleicht auch altes Wissen ist. Ja. Dass wir so energetisch aufgeladen sind, wie gesagt, dass jeder Mann glücklich sein kann, der uns nach dem Retreat begegnet.